Siebter. Und wir zur ersten Siegentscheidung bei den Schwarzbunden. Ich denke, Sie konnten es verfolgen, dass wir eine außerordentliche Qualität gesehen haben bei diesen ersten aktiven Türen heute Morgen. Sowohl bei den ganz jungen Fersen, die sehr frisch sind, sehr jung zum Teil gekalbt haben und sehr, sehr jugendlich sich heute vor allem präsentiert haben, als auch in den späteren Klassen, wo die Fersen schon etwas weiterentwickelt sind. Ich denke, wir haben in allen Klassen heute gesehen, was wir sehen wollen bei jungen Kühen. Und vor allem die Spitzentiere, die wir jetzt hier ausgestellt haben, diese vier Kühe, reflektieren das am allerbesten. Diese vier Kühe zeigen nämlich auch, was wir uns erwarten, wie sich junge Kühe entwickeln sollen, auch in der Laktation. Wir möchten einfach Kühe, die komplett sind, die korrekt sind in ihrem Körperbau, Kühe, die ausbalanciert sind, Kühe, die sich gut bewegen können, auf besten Fundamenten. Wir möchten einfach ausgezeichnete Euter, vor allem sehr, sehr gut ausgehängte Euter, mit guten Zentralbändern, korrekten Strichen. Und wir möchten einfach Kühe, die uns auch den natürlichen Willen zeigen, melken zu wollen, den natürlichen Milchtyp zeigen. Nicht vielleicht den extremsten Milchtyp, sondern einfach eine Natürlichkeit. Und ich denke, für mich sind diese vier Kühe die Kühe, die das am besten zeigen. Und ich bitte Sie dafür um einen recht herzlichen Applaus für diese super Fersen. I just told the people that I pull out my four favorite milking heifers from today. And that we saw a real great heifer show this morning. Heifers from the beginning that have been really, really young cows, really nice dairy cows, cows that show what we all want to have when we talk about young cows. Cows that exemplify the quality of the Holstein cow. Cows that are balanced, cows that walk great feet and legs, cows that show natural alertness. We want young cows with snug udders, with great ligaments, IDs, ligaments, and this is what they exemplify. That's why I pull out those four heifers. And now I will go out and first pick my champion and then pick my reserve champion. Werde nun also auch losgehen. Zunächst meine Siegerkuh und dann meine Reserve-Siegerferse benennen und in der Nacht meine Entscheidung begründen. Heute für diesen jungen Kühe, weil sie genau das zeigen, was ich sehen will von meiner jungen Kuh. Diese Kühe können sich für mich heute einfach gegen etwas älteren jungen Kühe, älteren Fersen durchsetzen, weil sie für mich einfach beide etwas mehr Qualität zeigen. Sie zeigen etwas mehr Frische, sie zeigen vor allem etwas mehr Blüte, etwas mehr Blüte im Euter. Insgesamt sind sie einfach die frischen Kühe. Beide Kühe sind vor allem ganz ausgezeichnet auf ihren Beinen unterwegs. Wir stecken euch ein unglaublich klares und korrektes Skelett. Deswegen sind das für mich die beiden Siegerkühe heute. Ich habe mich entschieden für diese weiße Kuh als Siegerkuh. Diese beiden Kühe sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Sie sind beide sehr, sehr jugendlich.